Hallo und willkommen. Kennt ihr es, wenn man redet und redet und redet und es hört dann keiner zu? Ihr könnt eure Meinung sagen, aber ihr werdet nicht mehr wahrgenommen. Es wird immer hinterfragt, was ihr gesagt, was ihr sagt. Es ist einfach nur nervig. Wenn ihr dann mal laut werdet, ist dann so ein Unverständnis da. Wird er denn jetzt laut? Muss denn das sein? Ja, diese Menschen bekommen teilweise gar nicht mit, dass sie eigentlich den anderen damit ganz schön ja, kränken, indem sie einfach das ignorieren, was der andere sagt und dann selber sagen, ich höre dir doch zu, ich glaube dir doch. Aber ständig in der Frage, bist du jetzt sicher? Und nein, das war so, das war so. Das habe ich doch gerade erst gestern noch gemacht. Das war so gewesen. Wenn man quasi immer für blöd verkauft wird. Oder zumindest das Gefühl hat, ständig für blöd verkauft zu werden. Es ist mega, mega anstrengend. Aber lasst euch davon nicht abhalten, eure Meinung weiter zu sagen. Das, was ihr denkt, solltet ihr auch sagen. Denn es ist eure Meinung. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich in der Sache nicht unterkriegen lässt. Zum Beispiel auch jetzt, ich habe das jetzt zum Beispiel mit dem Krankenhaus bei meiner Mutter. Ich habe vor einer Woche noch angerufen und habe denen gesagt, so und so sieht es aus, das und das muss gemacht werden. Ganz klar, so war es die letzten Jahre auch. Und dann habe ich diese Woche nochmal mit einem anderen Arzt gesprochen, der sie nach der anderen Station übernehmen sollte. Ja, er wird sich dann darum kümmern. Sobald sie aus der Station rauskommt, kriegt er dann eine Rückmeldung. Heute habe ich erfahren, ja, frühzeitige Entlassung wegen den Weihnachtsfeiertagen. Wo ich mir sage, ja, Weihnachtsfeiertage, typisch. Vor den Feiertagen wollen sie alle wieder rausschmeißen, ist egal, ob sie fit sind oder nicht fit sind. Habe daraufhin jetzt auch gleich eine E-Mail geschrieben, dass ich das nicht gut finde, dass auf die Bedenken der Familie geachtet werden sollte. Und dass, wenn was passiert, dass die Konsequenzen das Krankenhaus tragen muss. Ja, man muss sich Gehör schaffen, wenn man etwas sagen will. Und man wird nicht wahrgenommen. Leider denken viele Menschen, sie könnten mit ihrem Verhalten quasi andere unter Druck setzen. Es gibt auch Menschen, die einen ständig irgendwas erzählen, was man gar nicht gesagt hat. Oder ständig einen sagen, was man gedacht oder was man denkt oder was man gesagt hat oder was man gemacht hat, angeblich, die einen besser über einen Bescheid wissen als man selber. Lasst euch nicht von den Menschen außer Kontrolle kriegen. Klar, es regt einen tierisch auf. Man könnte vor Wut manchmal an die Decke gehen. Und man denkt, sag mal, was soll denn der Scheiß? Ich habe es gemacht und nicht die Person. Warum sagt ihr mir jetzt, dass ich das gedacht habe, dass ich das sagen wollte und dass ich das gesagt habe, obwohl ich das gar nicht gesagt habe? Und man sich dann eigentlich denkt, geht's noch? Tassen im Schrank oder schon alle rausgeflogen? Man sollte quasi trotzdem positiv bleiben. Auch wenn man weiß, der nächste Tag läuft genauso beschissen ab. Und man rechnet damit. Weil im Endeffekt, manche Menschen kann man nicht ändern. Die sind so, entweder durch die Erziehung oder durch diese Geschehnisse, die eben in ihrem Leben stattfanden. Man kann sich nur selber ändern, indem man einfach vieles irgendwie ein bisschen abschirmt von sich und gar nicht mehr drauf reagiert. Klar, es ist schwer, es ist schwierig, aber man kann es schaffen. Es wird eine Zeit lang dauern, aber man ist dann aber auch glücklich und zufrieden, wenn man dann ganz genau weiß, wisst ihr was, was du mir gerade erzählst, erzähl ruhig. Mach was. Aber lass mich damit in Ruhe. So innerlich. Ja, so ist es nun mal. Lasst euch nicht unterkriegen von diesen Menschen. Meistens bemerken die es gar nicht. Oder sie können dafür ja nicht. Oder liegt einfach in denen ihrer Art. Aber dann ist es so. Akzeptiert die Menschen so, wie sie sind. Auch wenn sie einem manchmal tierisch auf die Eier gehen können. Und wichtig ist das, was ihr über euch denkt. Dass ihr
für euch immer eine gute Perspektive für die Zukunft und für das Dasein und für das derzeitige Leben irgendwie schafft. Und das ist der Knackpunkt, den man nicht aus den Augen verlieren darf. Ja. Also, wenn euch jemand nicht glaubt, dann wisst ihr, dann sagt einfach, wisst ihr, ich hab's dir gesagt, wenn du mir nicht glauben willst, dann ist es dein Problem. Fertig. Und dann muss die Person eben damit klarkommen. Und wenn es dann eben Pech gehabt hat, dann habt ihr zumindest gesagt. Ja, bis dahin noch viel Spaß und tschüss.